Hallihallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Kingdoms of Amalur. Wir haben das letzte Mal hier aufgehört. Was zur Hölle geht mit meiner Maus ab? Nichts Gutes, wie es aussieht. Sekunde. Mal gucken, ich denke mal, da war irgendwas im Laser. Ja, genau so war's. So, ja. Wir haben Viertel vor vier. Nachts. ich komme direkt Ines vom Caro haben mir alles Hardcore. genommen. Meine Männer, meinen Posten, alles. Vom Mein gesamtes Leben Hardcore-Suften verbrannte, als ich von Bane Diablo über den 3. Schlachtfeldern erhob. Aber ich hatte ja versprochen, ich lade auch, obwohl Diablo draußen ist, Amalur hoch. Und das halte ich auch ein. Deswegen bin ich jetzt hier und nicht mehr in. Ja, wow. Auf jeden Fall habe ich eben noch mit Hock das Spiel gesuchtet und naja, ich sag mal, ich habe ja schon down. Seid vorsichtig. Ich habe schon so viele. Das gleißende Licht wartet. Okay, ich will zwar eigentlich looten, aber irgendwie steht mir die Tusi mehr im Weg, wie alles andere. Wow, verdammt viel Gold gibt's auf jeden Fall. Aber ich frage mich gerade, wo ich jetzt hier eigentlich hinlaufe. Oder was es hier gibt. Ups. Falsch abgebogen, falsch abgebogen. Wir wollen hier lang. Schwupp, na. So, wir haben keinen Dietrich und keinen Schlüssel, das ist schon mal nicht so gut. Aber wir werden es überleben, hoffe ich mal. Ich denke nicht, dass da irgendwas Wichtiges jetzt drin war. Ja, wir haben ja letztes Mal dieses Siegel hier gelöst, damit wir überhaupt reinkommen. Nur ich frage mich jetzt ehrlich, was es hier eigentlich gibt. Auf jeden Fall gibt es hier eine Menge Nessaru. Oh Moment. Scheiße. WTF? Wieso kann der. Okay. Das finde ich jetzt nicht mehr so lustig. Hallo? Ey, was ist das denn? Hier auf der Treppe zu kämpfen ist ziemlich scheiße. Stirb. Ah, oh, und sie prügelt sich mit dem letzten. Das ist auch okay. Habe ich wenigstens weniger Stress. Aber ganz ehrlich. Macht verdammt viel Schaden. So. Damit wäre das dann auch geklärt. Ich würde fast sagen, wir gehen hier lang. Und das hier ist eine Diese Tür. Niskaro, sie waren nicht von Beginn an dem Krieg beteiligt. Erst der Hexenritter Malvin hat sie gerufen. Es war so klar, dass da noch mehr kommen. Ei. Jo, genau. Die ist in die verkehrte Richtung. So muss es sein. Heilige Scheiße, ey. Das ist echt nicht mehr schön. Jedes Mal die ganze Zeit heilen und. Wow. Was gibt's hier? Oh, eine Truhe. Mit vielen Items. Und das war's. Wie jetzt? Hier gibt's sonst nichts.
Okay. So soll es eigentlich nicht sein. Wo müssen wir jetzt eigentlich genau hier lang? Wo sind wir momentan überhaupt? Gebietskarte. Wir gehen momentan richtig. Okay. Das ist aber ein ziemlicher Umweg, sag ich mal, den wir hier laufen müssen. Finde ich aber überhaupt nicht gut. Oh nee, schon wieder diese Riesenratten. Aber die können, glaube ich, nichts, wenn ich mich richtig erinnere. Jo, die sind ziemlich für die Mülltonne. Zumindest mal was Positives. mehr Latten, mehr Latten. Ja, ich bin zwar positiv überrascht, dass jetzt keine Niskanen mehr kommen, aber die Ratten sind auch nicht viel besser, weil die nerven ziemlich mit ihrem Gift, was sie da haben. So, was droppen die? Zunderzweig, Gold, mehr Gold. Nom nom Gold. Nom nom. So. Oh. Das hier sieht irgendwie. Mann! Ey, so viele Truhen und ich kann sie nicht aufmachen. Macht mich richtig traurig. Aber naja, musste ja unbedingt meine Dietriche für jeden Scheiß verschwenden. Niskaru, es war so klar. Das sind zwei. Hey, die ist ganz nützlich zu abdenken. Muss ich grad mal sagen. So, wieder voll heilen. Seid vorsichtig. Ich habe Nein, schon so wir viele wollten nicht Verbündete. reden. Das gleißende Licht wartet. Mehr Gedöns. Was wir eigentlich alles gar nicht so richtig brauchen. Aber Hauptsache, wir haben es mal. Wir sind jetzt ganz nah. Ich habe Ich gehört, der wollte gerade Speer sagen, wurde wir von sind einem fast da. Niskaro-Krieger namens Azaghal bewacht. Wir werden bald wissen, ob das noch immer so ist. Wow. Ich kann den Speer sehen. Die Niskaro werden mit Sicherheit angreifen. Ja, die werden mit Sicherheit angreifen. Oh fuck. Nein, 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 nein. Ach. Ja, komm. Ey, es ist so geil. War da wenigstens. Danke. Ich will's mal versuchen. Das dürfte eigentlich mit den Dingern besser gehen. Ich kann den Speer sehen. Die Niskaro werden mit Sicherheit angreifen. Ihr müsst sie aufhalten. Ja, ich halte sie auf. Ich versuch's zumindest. Au. Ach so, ja, genau. Lass mich einfach mich gar nicht bewegen.
Finde ich super freundlich von dir, Spiel. Oh nein. Es ist unmöglich. Ey, wie soll das denn schon wieder funktionieren? Oh nee, ey. Darauf habe ich ja jetzt gerade überhaupt gar keinen Bock, ey. Okay, machen wir es anders. Holen wir uns wieder hier unseren Bimbo. Ich will das Schicksal noch aufheben, weil ich ahne irgendwie, dass nach den drei noch was Böses kommt. Ich kann den Speer sehen. So. Ja. Nein! Oh nein! Yes! No! Ey! Ernsthaft? Das kann doch nicht wahr sein. So knapp. So verfickt knapp. Ja, es ist immer dasselbe mit mir. Ich bin... Was? Nein. Ich gebe doch nicht auf, nur weil ich dreimal hier in den Spackhaus verreckt bin. Diesmal lief's ja auch schon viel besser. Und ich darf mich einfach nur an der einen Stelle nicht erwischen lassen. Das ist alles. Ja, das. Wieso werde ich zurückgesetzt? Das ist totaler Bullshit. Ja, und hier werde ich nämlich dann direkt getroffen. Direkt. Ach so. Hallo? Was? Wie schnell war der bitte jetzt? Es kann doch nicht sein, ganz ehrlich. Dass sie so viel schneller sind wie ich, ist einfach nur unglaublich. Einen Versuch starte ich jetzt noch, wenn nicht, haben wir leider wieder eine komplette Folge verschwendet, sag ich mal. Weil, ja, so habt ihr keinen Spaß beim Zugucken und ich keinen Spaß beim Spielen. Wieso kann er einfach so, plupp. Da, verrecke. Ach so, yo.
Ey, wieso aimt der auf irgendeinen am Arsch der Welt? Es kann doch nicht sein. Es kann echt nicht sein, ohne Scheiß. Es fuckt mich gerade richtig ab. Es muss so gehen. Es muss einfach so gehen. Ich kann den Speer sehen. Und es kann ja, es kann doch nicht sein, dass ich hier, was weiß ich, welche Kunststücke vollbringen muss, nur um diese Gegner zu besiegen. Also, sag ich doch. Wieso wusste ich das, dass es wieder so ein Hardcore-Gegner werden wird? Yes, irgendwie Schicksal, ich wusste, dass es behalten wird. Der Taste. Oh yeah, 100%. Nice. Fette Sache. Ich weiß nicht, wie ich mich fühlen soll. Ich habe so viele Jahre versucht, diese Waffe in meinen Besitz zu bringen, ohne je wirklich daran geglaubt zu haben. Ich war nicht dazu bestimmt, sie zu führen. Bis ihr kamt. Ihr habt den Schleier des Schicksals gelüftet und mir gezeigt, was alles möglich ist. Es bringt mich beinahe dazu, an eine zweite Chance zu glauben. Oh. Leb wohl. Achso, nee. Ich weiß nicht, wie ich mich fühlen soll. Bis ihr. Ihr habt den Schleier des Schicksals Nein! Ich weiß nicht. Oh, ihr habt den Schleier des Schicksals gelüftet. Ja, aber es ist noch so viel mehr. Diese Waffe wird die Belagerung von Melsentia beenden. Sie wird Barlo den Tod bringen. Sie wird meine Chance auf Wiedergutmachung sein. Und ich hätte sie niemals in die Hände bekommen, wenn ihr nicht gewesen wärt. Dann sollte ich mir den Speer holen. Sobald Melsentia befreit, Barlo tot und mein Name reingewaschen ist, Gold. Erst dann werde ich den Speer in eure Hände legen. Aber ich brauche eure Hilfe. Trefft euch in Rathir, der Stadt im Osten, mit mir. Gemeinsam werden wir die Flut der Tuatha zurückdrängen. Na dann, wenn du das sagst. Nun, wo die Schutzzauber gefallen sind, müssten wir auf diesem Weg hinauskommen. Das nehmen wir auch noch mit. Das. Was ist das hier? Das können wir nicht looten. Hier sollen wir wieder rauskommen, sagte sie. Quest gemeistert, der Großgeneral. Okay. Ja, wenn man erstmal den Kampf raus hat, wie er funktionieren soll, geht er. Aber es war echt schwer. Wirklich schwer. Also für mich persönlich war es jetzt echt schwer, vor allen Dingen um die Uhrzeit, aber ich tue ja alles für euch. Hier gibt's keine Kiste? Keine Kiste. Ach, direkt wieder Kuscheltiere von mir. Das war so klar.
Wieso liegen hier tote Boggarts? Ach, die wurden auch von den Spinnen zermatscht. Okay. Ja, zumindest Gold nehmen wir mit und hier die Leiche auch noch. Gut. So, das hätten wir dann auch. Hier gibt es noch irgendwo ein Geheimnis. Hier. Und wo müssen wir jetzt überhaupt hin? Weltkarte. Nirgends, wie es aussieht. Wie kann das sein? Gerade hier. Ah, jetzt. Da sollen wir hin. Wie kommen wir da am dümmsten hin? Hier drüber. Dann porten wir uns doch mal nach, wie hieß das Ding? Tanz Wake? Oder wie auch immer das Ding hieß. Geht weiter. Ah ne, Tanzwagen. Ja, das klingt zumindest logisch. Und dann sage ich hier bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.